Also er sollte besser aussehen als der jetzige. Du bist gemein. Er sollte einen guten Kleidergeschmack haben, also er sollte nicht irgendwie so voll extrem sein, sondern irgendwie, dass alle finden, ja, der sieht gut aus. Gefallen dir die neuen Mr. Schweiz-Kandidaten? Nein, überhaupt nicht. Und wieso nicht? Was fehlt ihnen? Ja, sie sehen so ein bisschen schwul aus und ja, zu verhalten. Ja, ich finde es nicht so schön. Also der neue Mr. Schweizer, intelligent sein, weil schöne Leute jetzt kommen. Also der Mr. Schweiz sollte männlich sein. Und bei den Kandidaten, die momentan jetzt dabei sind, wieder, ist keiner männlich für mich. Er sollte nicht blonde Haare haben, er sollte einen gut trainierten Body haben und eben ein kleines Baby sein. Ich bin auch in Mein Mr. Schweizer hat ca. 1,85 gross sein. Die Haarfarbe spielt keine Rolle, blau Yoga und einen schönen Körper. Das heisst Sixpack. Er sollte einen guten Körper haben, aber nicht fest muskulös. Das ist nicht so aussieht wie einer aus dem Fitnessstudio. Also so richtig, das ist nicht so schön. Aber, die Haarfarbe ist egal. Eigentlich die Augenfarbe auch. Es kommt echt davon, wie sie im Gesamtpaket für mich. Er sollte noch irgendwie recht gescheit sein, weil er ja, die Schweiz wieder spielt und schon ein gescheites Land. Der Rest haben wir überhaupt nicht. Das ist geil. Das ist nicht wirklich. Die neuen Mr. Schweiz sind nicht wirklich so super. Was fehlt da drinnen? Sie sind nicht so männlich wie die letzten. Drei Tage Bart. Ja, drei Tage Bart.